Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Balea-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Balea-Adventskalender ist aktuell auf dm.de verfügbar, kostet 14,95 € und ist ein wunderschöner Adventskalender. Oh mein Gott, ist das ein schönes Design, oder? Unglaublich schön. Ja, genau, es ist ein Kläppchen-Adventskalender und ich will gar nicht lange um den heißen Brei drum zureden. Die Preise rechne ich euch in circa aus und stehen dann hier oben in meiner Lampe drin. Und genau, das bezieht sich dann auf das, was quasi im Onlineshop zu finden ist. Und Leute, los geht's! Die Nummer 1. Die Sprüche, die in den Kläppchen drinstehen, sind weitestgehend auf Englisch und ich werde sie euch jetzt mal nicht verraten, weil falls ihr euch dann vielleicht doch dafür entscheidet, euch den Adventskalender selber zu holen, könnt ihr euch damit selber so ein bisschen auch in diese Weihnachtsstimmung einschwingen lassen. Sie haben auf jeden Fall immer was mit Advent und Weihnachten und Schnee und so zu tun. Hier geht es gerade um Schneeflocken und hier haben wir in der Nummer 1 die Body Lotion Magic is in the Air. Das ist ja quasi das Motto vom Adventskalender, der so wunderschön ist und hier ist auch dieses Design mit aufgegriffen, mit Vanille- und Nelkenlatte-Duft. 50 ml sind hier enthalten. Und ich glaube, weiß ich nicht, ist das größer als letztes Jahr? Kommt mir irgendwie größer vor. Finde ich total schön. Und dieses Design, dieser Schneemann hier oben drauf. Ist der nicht wunderschön? Oh mein Gott. Die Nummer 2 befindet sich hier auch direkt beim Schneemann. Während es im Türchen um irgendwelche Sterne geht, haben wir hier Fußbadetabs Magic is in the Air mit Vanilleduft. Da haben wir 2 × 10 g, also 20 Gramm enthalten, ein veganes Produkt. Ich weiß gar nicht, ist die Body Lotion? Ja, die war auch vegan. Sehr cool. Sind hier 2 Stück drin, fühlt sich nämlich an wie einer. Aber finde ich sehr, sehr klasse. Weil nicht jeder hat eine Badewanne und so kann man sich das auf jeden Fall auch einfach in ein schönes Fußbad machen. Fußbad kann man sich zu Hause easy peasy selber basteln mit einem Eimer. Einfach heißes Wasser rein, Füße rein, Badetablette mit rein und fertig ist es. Und das freut mich mega. Richtig schön hier auch wieder dieses Design. Mag ich gerne. Die Nummer 3 ist hier unten bei den Geschenken und sie lässt uns lächeln. Und das macht sie mit dem Lippenbalsam mit Butterkeksduft. Mega geil. Passend für die Adventszeit, für geschmeidig weiche Lippen. Hier haben wir 8 ml enthalten. Und das ist so ein Tübchen. Finde ich auch klasse. Das dürfte ja ziemlich nah auch an der Originalgröße dran sein. Und ja. Das gibt uns auf jeden Fall ein schönes, gepflegtes Lächeln. Die Nummer 4 befindet sich hier. Mit netten Worten begrüßt uns das Türchen und gibt uns ein Wintershampoo. Ich mag super gerne die Wintershampoos und Winterspülung und Winterhaarkuren von Balea. Die sind nämlich für meine langen Haare echt sehr pflegend. Hier sind auch wieder 50 ml drin. Auch das ist vegan. Sind die, ich war hier schon jetzt nicht vegan mit bei dem Lippenprodukt, ne? Genau, finde ich total schön für wintergestresstes Haar. Und ich mag super gerne diese Haarkuren, die es da auch immer gibt. Die gibt es ja auch im Standardsortiment. Standardsortiment eben in dem Saisonsortiment. Und ja, jetzt haben wir hier auch noch das Shampoo mit dabei. Ne? Also der Adventskalender enthält halt wirklich praktische Produkte bislang und erfahrungsgemäß haben wir hier einfach Pflege aus allen möglichen Bereichen mit dabei und das ein oder andere Schmunzelprodukt. Und jetzt gucken wir, was uns am Tag vor Nikolaus erwarten wird. Zuallererst das Kläppchen Nummer 5, welches sich übrigens genauso leicht und schön öffnen lässt wie die anderen auch. Hier möchte man uns Selbstbewusstsein vermitteln. Jedenfalls steht das im Kläppchen drin. 50 ml hat dieses vegane Produkt, eine Duschcreme, eine Cremedusche mit Lebkuchenduft. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich verwenden werde, weil ich mag es einfach nicht so gerne nach etwas zu essen, zu riechen, wenn ich ehrlich sein darf. Das verwende ich nicht so gerne. Aber ich finde es auf jeden Fall passend zur Weihnachtszeit und für einen Adventskalender. Nikolaus, die Nummer 6, beinhaltet, genauso wie die Nummer 24, meistens irgendwie so ein besonderes Produkt, weil Nikolaus ist ja auch ein ganz besonderer Tag. Auch hier geht es wieder ums Lächeln und hier haben wir eine Tuchmaske drin, die aber viel, viel schöner ist als die Masken, die im letzten Jahr in dem Adventskalender drin waren. Denn hier haben wir auch so eine schöne matte Verpackung, mag ich viel, viel lieber, für einen erfrischten Teint mit Hagebuttenextrakt, Macadamia und Mandelöl. Und die scheint auch ein ganz besonderes Design zu haben. Irgendwas mit, weiß ich nicht, ob du da aussiehst wie ein Rentier, was quasi irgendwas am Kopf noch mit dran hat. Ein Schleifchen. Das ist ein Schleifchen. Läuft. Rentier oder Bärchen? Ich weiß es noch nicht genau. Ich finde es auf jeden Fall klasse und das ist halt wie die normalen Balea-Tuchmasken auch, dass du es einfach 10 bis 15 Minuten auf deinem Gesicht einwirken lässt und drauf lässt und dann, ja, hast du einen erfrischten Teint. Finde ich super. Man merkt, ich bin da ein bisschen... Oh, guck mal.
läuft ein bisschen gehypt, weil ich mag den Balea-Adventskalender wirklich immer sehr. Die haben so schöne Designs. Und ich glaube, diese Fee befand sich auch letztes Jahr bei der Weihnachts-LE, ein Reim, yay, auf den Verpackungsdesigns mit drauf, oder? Finde ich auch total niedlich. Die Nummer 7 ist klein, aber hoffentlich fein. Die obligatorische Q10 Nachtcreme ist hier enthalten. Die haben wir immer im Adventskalender mit drin. Die Q10 Winternachtcreme strafft und stärkt mit Omega-Komplex. Daran merkt man definitiv einen Adventskalender, den man sich so Mutter und Tochter oder so, ne, teilen sollte, also familiär bedingt. Das heißt, wenn man das seinem jungen Mädchen, seiner jungen Tochter schenken sollte, den Adventskalender, sollte die Mama aber auch irgendwie dran beteiligt sein. Denn Q10 Antifalten ist jetzt nicht unbedingt was für junge Mädchen, wenn ich das mal so sagen darf. Was haben wir denn hier drin? Das ist ja 5 Milliliter, genau. Auch das ist ein veganes Produkt. Ja, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. In diesem Kläppchen geht es um Mut. Und ja, hier ist ein Produkt drin, das erfordert jetzt nicht unbedingt Mut, und zwar 18 Gramm feste Körperbutter. Aber es ist ein Produkt, was relativ neu ist. Also diese ganzen festen Pflegeprodukte, Duschprodukte, Haarprodukte sind gerade dieses Jahr halt sehr, sehr im Kommen gewesen. Hier haben wir einfach nur für ein geschmeidiges und samtiges Hautgefühl ein Produkt mit drin enthalten. Und hat das sogar ein Design, ich raste aus, ja. Oh mein Gott, es ist ein Schneemann. Ist das cute, Leute. Das ist dermaßen cute. Riecht eher zitrisch, aber finde ich ultra witzig. Hier steht jetzt nicht drauf, ob das vegan ist oder sowas, ne? Das ist einfach nur eine feste Körperbutter, Bodybutter, ja. Aber süßes Design und vor allem ein Schneemann, oh mein Gott. Die Nummer 9 wird hoffentlich machen, dass wir uns weiter freuen. Sie möchte auf jeden Fall das Glücklichsein unterstreichen und das macht sie hier mit der 2-in-1 Waschgel- und Augen-Make-up-Entferner-Tube für eine sanfte Reinigung. 20 Milliliter sind in diesem veganen Produkt enthalten und ja, definitiv ein Produkt, was man täglich anwenden kann und ja, so unter der Dusche. Ich mache ein Double Cleansing vor dem Duschen, benutze ich meistens so ein cremiges Produkt, um alles einmal aufzubrechen und grob zu lösen und also quasi ein Abschminkbalm. Und unter der Dusche verwende ich dann sowas, einfach um das Gesicht noch einmal abzuwaschen und da bietet sich das definitiv an. Mit der 10 wird es sicherlich so weitergehen. Auch der zweistellige Zahlenbereich möchte uns ein bisschen Mut und Freude geben und da geht es weiter mit der Winterspülung mit Panthenol für wintergestresstes Haar. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir in diesem veganen Produkt nur 20 Milliliter drin haben und nicht wie in dem Shampoo, was wir ja schon enthalten hatten, die 50 Milliliter. Für mich wird es dann leider nicht so lange reichen mit meinen langen Haaren, aber zum Ausprobieren kann man es alle mal verwenden. Und ja, aber ich glaube, die letzten Jahre hatten wir auch immer bei der Spülung ein recht kleines Produkt mit dabei. Trotzdem, süßes Design. Guckt euch dieses Reh an, was einfach so niedlich abchillt mit dem Vogel auf dem Poppes, ne? Ei, wat söd. Ei, wat söd. Die Nummer 11 ist hier unten bei dem Tannenzapfen. Ich bin einfach total geflasht von diesem Adventskalender. Es tut mir leid, wenn das Ganze jetzt so ein bisschen drüber rüberkommt, aber ich finde den einfach unglaublich schön. Ich mag das Design. Ich finde es einfach schön, dass alle Produkte halt dieses, ne, Design halt auch aufgegriffen haben und ich finde es so schön. Einen wunderschönen Tag möchte uns diese Fußbutter geben. Füße sollten definitiv auch gepflegt werden. Die ist mit Rosmarin und Bergamottenduft. 20 Milliliter sind in diesem veganen Produkt enthalten. Und ich pflege meine Füße auch jeden Abend schön intensiv, mache da eine ordentliche Creme drauf und sie danken es mir auch tatsächlich. Und ich kann das auch nur jedem ans Herz legen. Kommen wir zur Halbzeit, die Nummer 12. Eine rosige Haut möchte uns diese schöne Tagescreme bescheren. Natürlich hat sie nur einen Lichtschutzfaktor von 15, was ein bisschen wenig ist, aber das ist nicht schlimm, besser haben als brauchen. Hier haben wir Hyaluronsäure enthalten und wie gesagt den Lichtschutzfaktor. 20 Milliliter sind in diesem veganen Produkt enthalten. Und zum Austesten des Balea-Sortiments finde ich sowas auch ganz praktisch. Hier haben wir auch wieder den süßen Schneemann drauf und ein paar Tannenbäumchen und Schneeflocken und so. Ja, ne? Sehr, sehr süß. Mal gucken, ob ich mit der Nummer 13 noch weiter schwärmen werde. Ich hoffe. Dieses Duschsalz-Peeling soll uns in Erinnerung bleiben. Und zwar ist das reinigend und peelend mit natürlichem Meersalz, enthält 40 Gramm und ist ein veganes Produkt. Ich kann euch bei der Anwendung von diesem Körperpeeling aber nur empfehlen, dass ihr keine Wunden oder frisch rasierten Stellen am Körper haben solltet, denn dann kann das brennen wie Feuer. Ich spreche aus Erfahrung, das kann echt wehtun, Leute. Deswegen am besten das verwenden, bevor man sich rasiert, zum Beispiel, oder an einem anderen Tag. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes, reinigendes Produkt und da die Salzkörner sich dann ja auch
während man das halt einmassiert, ne, auflösen mit dem Wasser, ist es halt auch nicht so, dass du diese groben Peelingpartikel hast, sondern halt ein relativ sanftes Peeling. Sofern du keine Wunde am Körper hast und nicht frisch rasiert bist, weil dann auch. Die Nummer 14. Mit diesem Produkt sollen wir nach Regenbögen und Sternen Ausschau halten können. Und zwar ist das die Duschcreme mit Bratapfel- und Orangenblütenduft. Auch hier haben wir 50 ml enthalten und ein veganes Produkt. Auch hier wieder das schöne Design vom Adventskalender vorne mit drauf. Auch hier aber leider wieder ein Produkt, was ich nicht verwenden werde, weil ich damit halt echt rieche wie unser Weihnachtsnachtisch. Ne? Also ich mag super gerne Bratapfel essen, aber ich mag nicht wie ein Bratapfel riechen. Vielleicht hat das aber auch nur so einen ganz dezenten Duft. Das muss ich dann halt einfach mal gucken. Da hast du noch irgendwie so eine süße Zimtnote oder eine süße Vanillenote mit drin. Das ist nichts für mich. Das wird auf jeden Fall weiter wandern. Weiter geht es mit der Nummer 15. Auch wenn das Kläppchen uns ein wundervolles Kompliment gemacht hat, finde ich dieses Produkt jetzt nicht so geil in einem Adventskalender. Denn das ist ein Handreinigungsspray für frische und gereinigte Hände auch unterwegs. Es ist vegan und enthält 50 ml. Natürlich ist das toll und praktisch, gerade in der aktuellen Zeit. Aber möchte ich in so einem zuckersüßen Adventskalender daran erinnert werden, dass wir eine kleine Pandemie draußen haben, wo ich mich am liebsten vor verstecken möchte? Nicht unbedingt. Ne? Deswegen, ich finde das nicht so charmant, dass das hier mit dem Adventskalender ist. Da hätte ich mir lieber noch eine Maske oder sowas gewünscht, einfach um dieses gute Laune-Feeling noch ein bisschen mehr zu haben. Es ist praktisch, man kann es definitiv verwenden, aber wie gesagt, in so einem rosaroten Adventskalender möchte ich es eigentlich ungern drin haben. Schauen wir mal, ob die Nummer 16 uns etwas fröhlicher einstimmt. Für diese Augenpflegecreme steht ein kleiner Anwendungshinweis in dem Kläppchen drin und das ist auch wieder ein veganes Produkt, enthält 10 ml, spendet Feuchtigkeit und ist mit Vitamin E. Vitamin E ist super, super gut für die Haut und deswegen scheint es dann auch ein sehr gutes Produkt zu sein und 10 ml ist schon eine große, relativ große Größe für eine Augencreme, denn normalerweise hast du ja so 15 bis 20 ml in der Augencreme drin. Das heißt, das hier wird fast schon mit das hochpreisigste Produkt aus dem Adventskalender bislang sein. Wow! Hier haben wir tatsächlich ein anderes Design als bei den anderen Produkten. Das sieht fast schon so aus wie das Design aus dem letzten Adventskalender, weil das halt so hell türkis, hell mint ist und nicht in diesem Rot-Magenta-Ton. Das ist komisch, ne? Hier oben haben wir die Nummer 17. Dieses Produkt redet von Träumen und ich bin hier der Meinung, dass wir einen Peeling-Handschuh drin haben werden. Ich werde es mal auspacken. Aber ohne Finger. Das ist tatsächlich ein Handschuh, da kannst du einfach wie so ein Waschlappen halt deine Hand reinstecken. Und damit kann man sich peelen, das Gesicht, den Körper, alles, was einem so beliebt. Und das ist so ein klassisches Produkt, was man halt auch bei DM immer so bekommt, von Ebelin zum Beispiel. Finde ich ein gutes Produkt und ich finde es auch schön, dass so ein Tool im Adventskalender drin ist, weil es einfach ein gutes, brauchbares Tool ist. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche mit der Nummer 18. Dieses Haarspitzenfluid möchte uns darauf bringen, auf unser Herz zu hören. Ich finde das so süß, was da drin steht, echt. Ein Haarspitzenfluid pflegt wintergestresstes Haar, 50 ml und vegan. Sowas hatten wir noch gar nicht in dem Adventskalender bislang drin. Also in diesem hier, ne? Und auch nicht in den letzten Jahren. Da hatten wir zwar so Haarmilch oder sowas mit dabei, aber ein Haarspitzenfluid kann ich persönlich zum Beispiel sehr gut gebrauchen. Verwende ich auch jeden Abend. Also immer irgendwas für meine Haare halt, ne? Und gerade im Winter, trockene Haut, trockene Haare, macht das definitiv Sinn und 50 ml schon ordentlich, ne? Hier ganz unten versteckt sich die Nummer 19. Dieses dritte Duschprodukt mittlerweile, ja, möchte uns wieder mal an das Lächeln erinnern. Und das ist eine Aromadusche mit orientalisch-weihnachtlichem Duft, enthält 50 ml und ist auch ein veganes Produkt. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Auch hier haben wir wieder den Weihnachtsmann, der so mit seinen Rentieren durch die Gegend fliegt. Und da muss ich mal kurz dran schnuppern. Oh, das riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Das mag ich gerne. Also orientalisch, ja, aber jetzt nicht, also man muss es halt unter der Dusche nochmal in Kontakt mit Haut, Wasser und Wärme riechen. Aber hier riecht es wirklich eher so kneipmäßig raus. Also wie eine Kneipdusche halt, ne? Und sehr, sehr angenehm und nicht so zimtig oder sowas. Wir sind schon im 20er-Bereich. Auf zu 20!
Auch hier geht es wieder ums Glücklichsein und da haben wir eine Gesichtsmaske drin. Ja, was könnte mich glücklicher machen? Das stimmt allerdings. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Traubenkernöl. 20 ml sind in diesem veganen Tübchen enthalten. Und sowas reicht halt locker für 4 Anwendungen oder so. Je nachdem, wie dick oder dünn man sich das halt so drauf schmiert. Hier oben ist ein süßes kleines Rotkehlchen drauf. Jetzt hat sie es, ne? Hat sie gut gemacht. Ja, finde ich auf jeden Fall total niedlich und auch sehr, sehr praktisch. Die Nummer 21. Dieses Schaumbad möchte unsere Sorgen einfach so wegwaschen mit verwöhnendem Lavendel-Dufterlebnis. Das hört sich auch echt gut an. Ich habe leider keine Badewanne. 50 ml sind in diesem veganen Produkt enthalten. Aber sowas schreit auch nach Weihnachten, ne? Finde ich total klasse. Das ist so, man war draußen im Schneeschippen, ist total fettig und keine Ahnung und möchte einfach nur sich aufwärmen. Ab in eine heiße Wanne, Schaumbad rein, Lavendelduft entspannen, chillen, wieder einpennen. Geile Sache. Richtig geile Sache. Dabei machst du dir eine Gesichtsmaske drauf und freust dich deines Lebens. Die Nummer 22 eröffnet den Endspurt zu Weihnachten. Dieser Hand- und Nagelbalsam lässt uns ein bisschen in die Zukunft schauen. Starke Nägel und geschmeidige Hände kann man gut gebrauchen. 20 ml sind hier drin enthalten. Und Hände sind rau, rissig, brauchen Feuchtigkeit und Liebe. Definitiv. Und auch gerade finde ich, also richtig gut finde ich, dass du hier nicht nur einen Handbalsam drin hast, sondern Hand- und Nagelbalsam. Also dass es quasi auch richtig die Nägel und die Nagelhaut so ein bisschen pflegt. Ne? Kann ich immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und sowas steht bei mir auch immer an meinem Bett für abends, ne? Also oder für nachts vielmehr. Und ich habe sowas auch gerne in der Handtasche oder einfach bei mir im Büro am Schreibtisch stehen. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Mit dieser Haarmaske geht es auch wieder ums Lächeln in dem Kläppchen, was ich echt schön finde. Und das war auch das Produkt, worauf ich so ein Stück weit gewartet habe. Nachdem ich ja das Shampoo, die Spülung und auch das Haarspitzenfluid drin hatte, kommt die Maske natürlich gut gelegen. Und damit kann man sich dann nochmal für Heiligabend fein machen, finde ich cool. Mit Duft nach süßen Beeren, Nährpflege und Antistatik-Effekt für wintergestresstes Haar. Leute, das kann ich mit dieser Mütze safe gebrauchen, denn wenn ich die abnehme, steht in alle Richtungen ab. Das sind 20 ml und es ist ein veganes Produkt. Und oh mein Gott, das Verpackungsdesign ist einfach ein Traum vor dem Herrn, oder? Finde ich so schön. Heiligabend, Leute, das machen wir einfach mal zusammen auf. Ist ein sehr, sehr großes Kläppchen. Wir hatten hier in den letzten Jahren auch schon Handwärmer mit drin und was nicht alle, wir alle damit drin hatten. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was wir dieses Mal drin haben. Magic is in the air, kann man hier direkt mit abmachen. Und hier steht auch drin, wir wünschen dir frohe Weihnachten und ein wunderschönes neues Jahr und viele, mit vielen magischen Momenten. Dein Balea-Team finde ich total süß. Und hier haben wir auch wieder einen Handwärmer drin. Aber was einen süßen Handwärmer. Kann man gut gebrauchen, wenn man so auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs ist oder so. Und das ist halt auch ein ganz tolles Produkt für den 24. Dezember im Adventskalender, ne? Leute, das war ein super schöner, herzlicher Adventskalender. Ich stehe drauf, wenn hier einfach Produkte drin sind, die alle möglichen Pflegebereiche abdecken, die einen von Kopf bis Fuß im wahrsten Sinne des Wortes pflegen, ein paar Gimmicks damit bei haben und wo das Design des Adventskalenders auch bei dem Produkt mit aufgegriffen wird. Natürlich bringt Balea jedes Jahr diesen Adventskalender raus und jedes Jahr sind halt sehr, sehr ähnliche Produkte mit ähnlichen Düften enthalten. Aber es ist cool, was drin ist. Es sind brauchbare Produkte und ich finde das voll schön. Ja, ich habe euch ja auch eingeblendet, was es ungefähr wert ist in Relation zu den Preisen, die halt im Shop sind. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil wir da teilweise ein Duschgel für 50 Cent drin stehen haben oder 55 Cent. Und das dann runterzurechnen ist halt schwierig. Aber ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Adventskalender und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da nämlich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!